Was da gerade in der Ukraine passiert, geht in die Geschichte ein. Ein Umsturz und mittendrin sind Österreicherinnen und Österreicher. Fassungslos haben sie zugeschaut, wie Menschen getötet worden sind und wie sich jetzt vielleicht doch alles zum Besseren wendet. Präsident Viktor Janukowitsch wird mittlerweile wegen Massenmordes an Demonstranten gesucht. Täglich überstürzen sich die Nachrichten über den Machtwechsel. Carola Schneider hat Österreicher in Kiew getroffen. Markus Stachel und Christoph Seibel fassen die Ereignisse zusammen. Sie beginnen mit Bildern, die junge Journalisten des Online-Magazins Weiß News gefilmt haben. Tagelang stehen sich auf dem Maidan im Zentrum Kiews Polizei und Demonstranten gegenüber. Der Unabhängigkeitsplatz wird zum Symbol, zur stellvertretenden Kampfzone für ein ganzes Land. Während die Polizei professionell ausgerüstet anrückt, improvisieren die Oppositionellen mit allem, was sie greifen können. Alte Reifen, die Pflastersteine der Straßen, selbstgemachte Molotow-Cocktails und auch ein Imbissstand muss herhalten. Wo sie können, errichten sie Barrikaden. An den ersten beiden Tagen werden hunderte Menschen verletzt, auf beiden Seiten. Ich selbst war schon auch vor Ort, aber nicht, Gott sei Dank nicht, zur bleihältigen Zeit. Ich drücke es so aus, weil man weiß ja nicht, wo die Kugeln herkommen. Die fragen nicht, in welchen Kopf sie reingehen. Es hat einen gefesselt. Ich bin nicht geflohen, ich bin rauf auf einem Blumenstock gestanden und habe mit der ganzen Zeit die Kamera auf Auslöser, mir ist bald der Finger festgefroren drauf, habe es mitgefilmt, nur zum Sehen, was da passiert. Wenn man dann nach Hause geht und nachdenkt, dass man eigentlich in größter Gefahr ist, dann wird man eigentlich erst bewusst, immer schlecht. Der Vorarlberger Harald Geiger ist vor 6 Jahren nach Kiew gezogen und hat hier ein Ingenieurbüro für 3D-Animation aufgebaut. Eigentlich war Europa klar, dass das Regime Janukowitsch ständig lügt. Und man hat es vielleicht nicht wahrhaben wollen, aber dass es dann natürlich jetzt so kommt, gleich mit Toten, gleich mit Scharfschützen, die mit Kalaschnikow einfach runterballern, aber nicht nur streuen, sondern zielen. Ja. Das habe ich natürlich nicht gerechnet, aber schlussendlich hat es das bestätigt, was man eigentlich nicht wahrhaben will. Es ist Mittwoch, der 19. Februar, als die Kämpfe eskalieren. An diesem Tag wird an die Polizei scharfe Munition ausgegeben. Ein sogenannter Antiterror-Einsatz beginnt. Scharfschützen gehen in Stellung, die gezielt Menschen töten. Aber auch Oppositionelle greifen zum Gewehr. Was vor 3 Monaten als Protest von 200 bis 300 Studenten begonnen hat, ist zu einer Auseinandersetzung geworden, an der die verschiedensten Gruppierungen teilnehmen. Von Studenten über Durchschnittsbürger aus dem ganzen Land bis hin zu Rechtsradikalen. Am Ende des Tages sind 80 Opfer zu beklagen. Wilhelm Kolmbauer ist vor 8 Jahren aus dem Mühlviertel in die Ukraine übersiedelt. Er ist Leiter eines Kürbiskernvertriebes mit rund 200 Mitarbeitern. Die Leute sind draußen gestanden bei minus 25 Grad, die haben durchgehalten. Die Leute haben nichts mehr zum Verlieren. Also die Leute wollen einfach nur normal leben. Die Ukrainer sind ein sehr stolzes Volk, die haben einen Nationalstolz. Und das ist halt so, dass man immer. Die Zeiten sind vorbei, wo man die Leute einfach anlügen kann. Die Zeiten sind vorbei. In Wien treffen wir Daria Kalenjuk.
Die junge Anwaltsanwärterin arbeitet für eine Antikorruptionsvereinigung in der Ukraine. Sie ist in Europa und vor allem in Österreich dem Geld der ukrainischen Machthaber auf der Spur. These guys, they like the EU. They were like Austria for some reason. I don't know why, but they have. Diese Herren mögen die EU und auch Österreich aus gewissen Gründen. Sie haben Häuser und Firmen hier und sie haben wohl auch bestimmte Dokumente der österreichischen Regierung, die all das erlauben. Und das sehen wir in der Ukraine nicht gerne. Wir wollen, dass jene, die für die Tötungen der Menschen verantwortlich sind, in der Ukraine bleiben und zur Verantwortung gezogen werden und nicht flüchten können. And not to run away. Viktor Janukowitsch bei seinem bisher letzten Fernsehauftritt. Er sagte, er sei der rechtmäßige Präsident und wolle nicht zurücktreten. Doch der vor wenigen Tagen noch mächtige Mann steht mit dem Rücken zur Wand. Diese Bilder sollen seine überhastete Abreise Samstagnacht von seiner Privatresidenz zeigen. Er fliegt zuerst nach Donetsk in den Osten des Landes, dann will er per Privatjet ausreisen. Doch der Grenzschutz verweigert dies. Er fährt mit Leibwächtern an die Krim. Dort entlässt er die meisten und flüchtet an einen bislang unbekannten Ort. Am Samstag wird Julia Timoschenko aus der Haft entlassen. Die 53-Jährige war 2011 in einem vielfach kritisierten Prozess unter Janukowitsch wegen Amtsmissbrauchs zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Bandscheibenproblemen hält sie ihre Ansprache Samstagabend auf dem Maidan im Rollstuhl. Sie fordert die Menschen auf, den Unabhängigkeitsplatz besetzt zu halten, bis eine neue Regierung gewählt ist. Am 25. Mai soll es in der Ukraine Neuwahlen geben. 2004-2005 war sie eine der Hoffnungsträgerinnen der Orangen Revolution. Doch auch die von vielen Ukrainern Gasprinzessin genannte Timoschenko ist nicht frei von Vorwürfen, was ihre früheren Geschäfte betrifft. Tags darauf öffnet die Übergangsregierung Janukowitschs Privatresidenz für die Menschen. Viele strömen herbei, um sich den Pomp anzusehen. Das Parlament hat beschlossen, den Besitz zu verstaatlichen. Dazu gehören unter anderem diese Yacht. Und diverse Fahrzeuge. In Wien demonstrieren Ukrainer vor dem Bundeskanzleramt. Sie wollen erreichen, dass die Gelder der Oligarchen in Österreich eingefroren und der Ukraine zurückgegeben werden. Jewgen Lotzkin ist Mitbegründer des Vereins Demokratische Ukraine. Der Informatiker ist mit einer Österreicherin verheiratet und hat 2 Kinder. In diesen Tagen ist er so oft es geht mit seinen Eltern in Kontakt. Sein Vater möchte in der Ukraine bleiben. Ich kann nicht laufen, um mein Leben zu retten. Okay. Zum gestern Abend, ich muss zugeben, ich habe geweint. Also das, allein zu verstehen, was dort abgeht. Ich habe auch viele Freunde, die in Kiew, manche stehen auf dem Maidan, manche einfach arbeiten und haben auch Familien dort. Und dass es sowas passiert im Zentrum, des Europas, das ist schlecht. Und die, auch für mich, diese Machtlos, dass ich selber hier bin und kann nicht das helfen, niemandem helfen dort, das bringt auch ganz schlechte Gefühle. Während auf dem Maidan die Menschen mit dem Aufräumen begonnen haben, ist die Gesamtlage der Ukraine ungewiss. Die EU versucht, finanzielle Hilfe zu organisieren, die das Land dringend braucht. Russland spricht von einer bewaffneten Revolte und davon, dass die Anerkennung der neuen Führung der Ukraine durch andere Staaten eine Verirrung darstelle. Ich bin optimistisch, dass es funktioniert, weil ich weiß, dass es genügend Menschen, junge, mittleren Alters, auch alte Menschen sind da, die sagen, so nicht mehr, wir wollen anders, wir helfen jetzt zusammen. Man sieht es an der Maidan, Babuschkas, wo Molotow-Cocktail am Machen. Die schauen nicht zu. Für was machen die das? Die hätten vielleicht noch 10 Jahre zu leben, vielleicht 5 Jahre im Spital. Ja, aber die wissen haargenau, wenn sie jetzt nicht anpacken, dann wird es nie was. In Kiew werden die Opfer zu Grabe getragen.
Die Menschen hoffen auf eine bessere Zukunft. Doch das Tauziehen um die Macht in der Ukraine ist schon in die nächste Runde gegangen. Auch der Report beschäftigt sich morgen mit dem Umsturz in der Ukraine. Die Redaktion geht der Frage nach, ob kriminelle ukrainische Oligarchen in Österreich Zuflucht finden. Morgen 21:05 Uhr in ORF 2.